Wir scheißen halt da drauf und machen halt das, was wir wollen, aber wir können genauso gut irgendein Liebeslied machen, wo gar kein Schimpfwort drin vorkommt. Wir haben auch nicht bei jedem Song eine Botschaft oder so. Manchmal geht's einfach auf die Fresse, wir machen jetzt einen Partysong oder sonst was. Mitgezählt in eurem ersten Release, Deine Mutter, habt ihr in knapp 4 Minuten ungefähr Was meine Mutter? Habt ihr 37 Mal das Wort Ficken benutzt. Gibt es irgendein Wort in eurem Sprachgebrauch, was ihr häufiger verwendet? Als Ficken? Scheiße. Scheiße, fuck. Scheiße, fuck. What the fuck? Ja. Ihr habt das auch immer wieder betont. Ihr habt gesagt, wenn man als weibliche Rapperin in Deutschland durchstarten möchte oder ihr als du, dann muss man erstmal eine Ansage an die Szene machen. Warum eigentlich? Das ist einfach so Standard im Rap halt einfach. Das ist so, das gehört dazu. Das ist jetzt nicht irgendwas, was aus unserem Herzen rauskommt, sondern das ist einfach... Ein bisschen wie guten Tag sagen. Genau, das ist so, hallo, hier sind wir. Weil wenn du das nicht machst, wenn du einfach, sag ich mal, jetzt einen Love-Song rausbringst oder vielleicht einfach was über Rap rappst, einfach so, dann wird keiner darauf aufmerksam, meistens. Deswegen haben wir gedacht, das Lied ist eigentlich gut für den Start so. Aber wir haben es nicht deswegen geschrieben, aber... Ja, war es nicht früher so, dass man auch einfach nur durch gute Rap-Technik oder durch gute Battles bestochen hat? Früher schon, auf jeden Fall. Mittlerweile geht es jetzt gar nicht mehr so krass darum, wenn man sieht, voll viele Leute, vielleicht darunter auch ich, haben jetzt nicht immer dreisilbige Reime oder so. Aber mittlerweile ist es ja auch so, da ist der Beat übertrieben geil oder dann ist der Technik voll krass oder der Float übertrieben oder sonst was. Das ist ja bei Cloud Rap auch so. Cloud Rap ist jetzt inhaltlich auch nicht so krass. Deep oder so, aber trotzdem, überhaupt gar nicht, ne, aber trotzdem feiern das die Leute so. Es ist einfach eine neue Zeit bricht an, wo, ja, keine Ahnung, einfach, weiß ich nicht. Natürlich ist es auch geil, wenn man alles kann, weißt du, wenn man jetzt geile Technik hat und auch ein bisschen polarisieren kann und so. Aber das haben wir ja nicht vorher irgendwie uns überlegt, wir haben einfach gemacht und dann ist das halt so entstanden. Ja. War jetzt kein Plan oder so dahinter. Genau, euer Song oder euer erstes Release und auch die Lieder danach sind ja eigentlich ziemlich krass durch die Decke gegangen, das kann man so sagen, wenn man zumindest an YouTube-Klickzahlen messen wollen würde. Eure Videos und eure Songs lösen in jedem Fall heftige Reaktionen aus. Was ist denn eigentlich eure Intention? Was wollt ihr mit den Leuten mitteilen mit solchen Songs und Videos? Was mit den Songs? Wir wollen einfach wir selber sein so, wir wollen uns nicht verstellen müssen und jetzt denken, oh nein, jetzt dürfen wir keine Ausdrücke sagen, weil wir Frauen sind und weil das einfach nicht so erwünscht ist vielleicht und manche das stört und manche sich da in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen oder so. Wir scheißen halt da drauf und machen halt das, was wir wollen, aber wir können genauso gut irgendein Liebeslied machen, wo gar kein Schimpfwort drin vorkommt, wenn wir gerade so drauf sind oder wenn wir Liebeskummer haben, dann schreiben wir halt so einen Song, weißt du, was ich meine? Aber wenn wir gerade Bock haben, sowas zu schreiben und gerade lustig drauf sind und im Studio das machen, dann machen wir es einfach und dann ist es auch cool. Dann stehen wir auch dazu, weil es ein Teil von uns ist. Jetzt würden eure Fans das ja wahrscheinlich wieder von euch erwarten, wenn ihr sagt, ihr könnt doch einfach einen Liebessong machen, die Leute würden euch das genauso abkaufen. Das würde ich gerne mal in Frage stellen. Ist das wirklich ich glaube, so? Die Leute, die feiern das einfach, weil sie sehen, ey, und das hören wir auch so oft, ey, ihr seid genauso wie wir. Voll viele kleine Mädels sagen, ey, du bist die und du bist die, ihr seid genauso wie wir. Ey, und, weißt du, und deswegen ist es einfach... keine Ahnung, das ist was ganz Normales. Ich glaube nicht, dass die dann geschockt sein werden, wenn wir jetzt ein Liebesstück, oh mein Gott, die verlieben sich auch. Ja, wir verlieben uns auch. Und ja, wir heulen auch mal und ja, sonst was. Ich glaube, unsere Fans sind genauso wie wir und werden das übertrieben feiern. Ja. Wir haben die EP ja auch Asozialisierungsprogramm genannt, weil wir dann am Ende gemerkt haben, oh mein Gott, viele Songs sind ein bisschen so mit vielen Schimpfwörtern und sowas. Ich will aber nicht sagen, dass sie assi sind oder dumm, weil das schreiben ja auch manche, die sich das nicht richtig reinziehen. Vielleicht ist deine Mutter ein bisschen dumm, aber im Endeffekt sind die meisten Songs eigentlich, haben die immer noch irgendwie einen doppelten Boden und so. Also wenn man sich das richtig reinzieht, dann checkt man auch, was eigentlich die Aussage dahinter ist. Und so werden wir es halt weiterhin auch machen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt bei jedem Song immer wieder Schimpfwörter sagen müssen, um zu provozieren. Und das ist uns dann auch egal. Und wir haben auch nicht bei jedem Song eine Botschaft oder so. Manchmal geht es einfach auf die Fresse, wir machen jetzt einen Partysong oder sonst was. Genau. Halt aber manchmal hat es eine krasse Botschaft. Also es ist immer so ein bisschen überraschungsmäßig. Ich gehe heute mit meinen Fotzen in den Club. Mit Blick auf Alice Schwarzer habt ihr auch gesagt, und das finde ich ganz interessant, dass Shoutout. Euer
Das euer Shoutout an Alice Schwarz an dieser Stelle. MC Schwarzer. Auch als Feminismus verstanden werden kann, euer Rap. Das müsst ihr mir bitte erklären. Naja, guck mal, also es gibt ja einen Song, wo es gibt ja dieses Interview, ne, was mit Orgi und Alice Schwarzer ist, wo sie ihn so ein bisschen runtermacht wegen seinen Texten, weil die frauenfeindlich sind und so weiter. Und es kennt halt jeder, der sich für Rap interessiert, kennt dieses Interview. Und da liest sie seine Texte ja vor, um ihnen sozusagen zu zeigen, wie schlimm das eigentlich ist und bla. Und da sitzt dann auch noch so eine vergewaltigte Frau daneben und so, weißt du, so richtig, er wird halt voll an Pranger gestellt und so. Und dann haben wir halt uns gedacht, ja, wir müssen eigentlich mal einen Song machen aus der Sicht von einem Typen. Das versteht natürlich auch nicht jeder. Manche denken, wir sagen da einfach nur Ausdrücke, aber im Endeffekt ist der Song aus einer Sicht von einem Typen, der frauenfeindlich ist. Und wir haben uns da hineinversetzt und haben halt alle Sachen, die frauenfeindliche Typen so sagen, gesagt halt. Und Alice Schwarzer sagt auch, also sie versetzt sich ja auch in die Rolle eines frauenfeindlichen Typen, weil sie ja den Text von Orgi vorliest. Und das ist ja unsere Hook. Also dadurch, wenn sie das jetzt scheiße finden würde, fände ich, wär sie auf jeden Fall dumm. Ja, dann würde sie es nicht verstehen. Dann würde sie es einfach nicht verstehen. Auf der einen Seite kritisiert ihr immer wieder, dass das männerdominierte Rap-Business schwer für Frauen zu erklimmen ist, dass man häufig auf sein Aussehen, auf seinen Körper reduziert wird und weniger auf seine Rap-Technik, seine Rap-Texte. Wenn man sich eure Videos anguckt oder zumindest deine Mutter, dann hat man doch den Eindruck, dass ihr genau diese Klischees auch ein Stück weit wieder bedient, oder nicht? Aber wir können doch genau dasselbe eigentlich machen. Es macht doch gar keinen Unterschied. Weißt du, das Ding ist, die Leute fragen ja immer so, wie ist es als Frau im Rap-Game, bla bla bla. Wenn die das nicht immer so erwähnen würden... Ich habe das dann nicht würde... gefragt. Nein, naja, du nicht auf jeden Fall. Aber viele fragen halt jedes Mal, wie ist es als Frau? Ist es anders, bla bla bla? Fragen die Typen? Fragen die Typen jetzt, weil wir im Rap-Game sind? Wie ist es denn jetzt, seit du Sixten im Rap-Game bist? Bla bla bla. Das ist einfach immer... Die Gesellschaft, weißt du, die wollen das. Vor allem, wenn bei, jetzt sagen wir mal, Kollege oder irgendeinem anderen erfolgreichen Rapper jetzt eine nackte Frau rumtanzt, dann ist es halt nichts Besonderes. Also es ist wirklich nichts Besonderes, auch für mich nichts Besonderes. Aber wenn eine Olle das Gleiche macht und sich da Eulen hinstellt, natürlich ist es dann irgendwie auch frauenfeindlich. Aber im Endeffekt ist es trotzdem das Gleiche, was die auch machen. Also wenn man das kritisiert, dann soll man es bei allen kritisieren, so. Also ich finde, es ist einfach nur Spaß haben so und es geht nicht darum, irgendwelche Frauen zu irgendwas zu zwingen oder so, aber Frauen, die gerne tanzen, sich gerne ausziehen und das machen die, die wir da im Video haben, die kennen wir auch persönlich. Also nicht, dass wir jetzt dicke sind oder so, aber wir haben die dann kennengelernt und die sind cool damit und wenn die das gerne machen, Alter, dann sollen die das doch machen. Und wenn man dagegen ist, dann soll man auch konsequent gegen alles sowas sein. Ja. In fast allen Interviews mit euch, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, werdet ihr auch auf eure Hater, auf eure Kritiker angesprochen und ihr kontert das immer relativ gut, genauso wie du jetzt gerade und sagst, es ist uns eigentlich Schnuppe. Aber es muss doch auch Kritik geben, die euch wirklich mal nahe geht. Wo ist die Grenze? Wo ist Kritik für euch oder gibt es Kritik, die euch wirklich mal getroffen hat? Also wenn jetzt irgendjemand schreibt, du Niggerfotze oder sonst was, okay, das sind zwei Tatsachen. Ich bin eine Fotze, ich habe eine Fotze, ich bin schwarz, so. Ich weiß nicht, wo du mich jetzt da gedisst hast. So. Das ist genauso wie bei Savage. Seid wirklich 30. So. Ja, ich bin 30. Vor allem diese Schimpfwörter, die wir selber zu anderen sagen. Warum sollte uns das jetzt krass verletzen, wenn das dann andere wieder zu uns sagen? Weil wir nehmen uns ja in dem Moment, wo wir selber sagen, fick dich du Hurentochter, fick dich du und so, das nehmen wir uns ja nicht voll ernst und meinen jetzt jeden damit und wollen jetzt, dass jeder irgendwie sich beleidigt fühlt. Das ist einfach nur Spaß. Und wenn ich mir überlege, da sitzt irgendein Typ und schreibt dann auch, du Hurentochter, schäm dich mal, deine Eltern sollen sich schämen und so, dann denke ich mir, ey, so, meine Mutter schämt sich nicht, also alles cool. So, warum soll ich mich jetzt verletzt fühlen durch irgendwelche Ausdrücke, die ich selber sage, weißt du? Habt ihr denn so Vorbilder, auf deren Kritik oder Meinung ihr viel gebt? Jeder Künstler oder jeder Rapper oder egal eigentlich, jeder Künstler hat, glaube ich, so in seinem Kopf so 10 Leute oder so oder vielleicht 5 oder denen er was beweisen will, auf irgendeine Art und Weise. Das hat, glaube ich, jeder, egal wer. Und natürlich hat man diese im Hinterkopf und natürlich hat man auch Leute im Hinterkopf, die man feiert und von denen man jetzt auch nicht hören will, ja, die sind ja voll wack. Aber das Geile ist, die Rapper zum Beispiel, die wir jetzt feiern, die wir jetzt auch auf Festivals, wir waren ja auf dem Splash und so weiter, die wir da getroffen haben, die wir feiern, die feiern uns und die, die wir nicht feiern, feiern uns nicht. Deswegen ist es eigentlich perfekt. Also wir haben eigentlich genau die Leute... So ein bisschen wie mit Mucke machen. Die Leute, die uns feiern, die sind... wahrscheinlich auch so ähnlich, haben so denselben Lifestyle oder würden den gern haben. Die verstehen das halt, die verstehen das nicht falsch, sagen wir es mal so. Warum braucht die deutsche Rap-Szene mehr Frauen? Warum? Um einfach mal ein paar Songs aus Perspektive von einer Frau zu schreiben. Es gibt so viele Sachen, die noch nicht gesagt wurden, so, die immer nur von der Männerperspektive gesagt worden sind und es gibt 1000 Millionen Stories. Man kann über Schuhe schreiben, man kann über seine Tage schreiben, man kann über so viele Sachen schreiben, die keinen
die kein Mann machen konnte oder die auch nicht machen kann, weil er ein Mann ist. Darum geht es einfach, dass man einfach mal ein bisschen mehr aus unserer Sicht geschrieben wird. Und auch, ich freue mich auch drauf, dass jetzt mal ein paar mehr Female MCs kommen und so, weißt du? Wäre schon geil. Ja, Mann.